Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Infected. Ja, und ich habe euch ja gesagt, ich werde mal offscreen ein bisschen hier was schaffen und ich habe das Haus erweitert, Leute. Ja, es ist jetzt zweistöckig. Ja, es fehlen natürlich noch überall jede Menge Fenster. Das können wir aber halt nur mit Glas, anstellen. Des Weiteren habe ich hier draußen mal noch drei Beete platziert. Dort sind aktuell zweimal Kürbisse und einmal eine Gurke am Start. Und ja, drinnen sieht es jetzt wie folgt aus. Ich habe hier mal ein bisschen Platz gemacht. Das Bett ist nach oben gewandert. Habe hier hinten auch ein bisschen aufgeräumt. Habe hier mal die beiden kleinen Schmelzöfen zusammengestellt und die Kiste an die Seite gepackt. Und oben sieht es jetzt wie folgt aus. Wir haben hier unseren Chemietisch und unsere verbesserte Werkbank, unser Bett, hier unser Kleiderständer und jetzt haben wir hier erstmal noch ein bisschen Platz. Wir können auch jetzt schön nach draußen gehen und ein bisschen, ja, die Aussicht genießen. Ich glaube, das ist auch ganz schick. Und ihr seht es auch schon, hier ist schon einiges an Holz flöten gegangen. Aber am Anfang, falls ihr euch erinnert, haben wir hier die Bäume und hier die Bäume auch entfernt. Und die sind auf jeden Fall nachgewachsen. Also das läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Ja, was sagt ihr dazu? Gefällt euch das, dass wir jetzt hier so viel Platz haben? Und ja, leider, es tut mir leid. Hier kommt irgendwie ein bisschen der Fels durch. Das haben wir hier so ein bisschen einmodelliert. Also, das ist schon, das passt schon. Ja, und mittlerweile ist es auch schon ziemlich kalt. Wir haben 8,5 Grad draußen. Also, der Winter steht jetzt wirklich bevor. Was bedeutet, wir müssen ein bisschen jagen gehen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung, die wir uns beschaffen, damit wir über die Runden kommen nachher. Also, heißt es heute loslegen. Und ja, jetzt guckt euch doch mal bitte dieses Haus an. Das ist doch wirklich einsame Spitze, oder? Also so doppelstockig ist das doch schon eine Wucht. Theoretisch, ich habe keine Ahnung, wie viele Stockwerke wir da übereinander stellen können, aber wenn uns der Platz irgendwann halt ausgeht, dann machen wir halt nur ein Stockwerk oben drauf, ne? Und vielleicht können wir das Ganze ja dann auch noch ein bisschen unterbauen, sodass die Fläche auch ein bisschen größer wird. Fände ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. So am Rande. Aber ihr könnt mir gerne mal mitteilen, was ihr davon haltet und wie ihr das seht und was ihr darüber denkt. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, wir müssen heute definitiv mal ein bisschen jagen gehen. Des Weiteren muss ich auch noch ein paar Steine sammeln. Wir brauchen unbedingt noch die Eisenbahn für unseren Ofen. Das ist, oh, das ist, by the way, eigentlich höchste Priorität. Deswegen, ich würde sagen, ich nehme mal hier kurz die Steinspitzhacke mit und wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich an Loot eigentlich mal loswerden. Wir nehmen mal hier noch so ein Erste-Hilfe-Set und packen den Rest dann. Ich habe, by the way, auch die Barren hier oben drauf gestellt, dass hier ein bisschen mehr Platz vorne ist. Und genau. So, was haben wir hier drinne? Nix. Da sind noch die drinne. Wir haben gar keine kleinen Erste-Hilfe-Ausrüstung mehr. Aber wir haben noch Verbände. Wir haben hier noch jede Menge davon. Wir können das eigentlich mal halbieren und dann hier auch reinschmeißen. Dann würde ich sagen, den halbieren wir auch mal und schmeißen die viermal hier rein. Denn das ist alles Gewicht, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Distribution, auf geht's, Leute, ab in den Kampf gegen die Steine. Ich würde sagen, hier starten wir mal direkt los. By the way, können wir die Steine eigentlich hier rein platzieren? Das müssen wir mal ganz kurz abchecken. Aber ich glaube es tatsächlich nicht. Aber ich kann euch da ein kleines Gadget zeigen. Nein, unsere Steinspitzhaxe ist eine Haxe, genau, die Haxe. Die Steinspitzhacke ist defekt. Ah, nö. Bene, das geht nicht. Okay, das heißt, wir brauchen eine neue. Eine Steinspitzhacke oder wir könnten Eisenspitzhackenkopf. Mit dem, da brauchen wir zwei Eisenbarren aber wieder. Und die haben wir natürlich nicht, weil wir haben aktuell gar nichts an Steinbrocken am Start. Ich habe alle auch gebraucht, glaube ich. Zumindest sieht das ziemlich danach aus. Ja.
By the way, wir können das hier eigentlich auch mal rausmachen. Dann kann das mal hier draußen hin. Ah, hier ist voll. Verdammt. Da ist voll. Schade. Schade, Schokolade. Packen wir es da rein. Okay. Wir haben hier... Wir brauchen... Was brauchen wir für die normale? Ein Stock, eine Steinklinge und zwei Pflanzenfasern. Wir brauchen eine Steinklinge, also brauchen wir auch einen Stein. Einen kleinen Stein. Dann holen wir uns mal ganz fix schnell hier irgendwo einen kleinen Stein. Wir brauchen noch einen Stock. Wir können mal das hier noch mitnehmen, by the way. Und können das mal noch hier dazu schmeißen. Wie sieht es hier eigentlich mit unserem... Ach, da ist ja auch jede Menge drin, Leute. Das ist ja easy. Das ist ja easy going. Okay, dann machen wir einmal hier das hier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ne? Ich bin auch echt ein Stock, Steinklinge, zwei Pflanzenfasern. Alright, dann einmal so. Dann einmal so. Und dann stellen wir die kurz her. Zack. Hobby Galoppi. Den machen wir weg und dann können wir loslegen und hier weiter ordentlich kloppen. So, jetzt wäre mal die Frage, können wir die hier reinmachen? Nee. Okay, wir können die nicht da reinmachen, aber ich zeige euch gleich einen super coolen, guten Trick, der auf jeden Fall hilft. Denn, pass auf, wir können, also als allererstes machen wir hier mal die voll. Wie sieht es aus? Eigentlich hier ist noch ein bisschen, hier ist gar nichts mehr. Also einmal hier das an, dann mal ganz kurz zwei Stücke Kohle. Aber die Kohle hier rein, Junge. So, das hier da rein und das hier einmal an. Und jetzt pass auf, wir können jetzt ja hier die Steine reinpacken, ne? Jetzt können wir aber das ja auch einfach mit rausnehmen. Diese gute Kiste. Stellen die kurz hier auf, weil alles, was ja in unserem Bereich ist, da können wir ja was hinstellen. Und dann machen wir mal hier kurz den Lachs hier leer. Sammeln die Steinchen ein. Und dann packen wir die hier rein. Das machen wir jetzt einfach so lange, bis das Ding voll ist. Und dann können wir die Kiste wieder reinstellen, Leute. Und dann habt ihr auch eine Möglichkeit, dass ihr einfach nicht hier 500 Mal rumrennen müsst, um die ganzen Steine zu sammeln. Wenn ihr sie einfach mit der Kiste... dann hier die Kiste einfach mit rausbringt und dann könnt ihr hier ganz problemlos sammeln. So, da hinten ist ein Schwein, das müssen wir uns gleich holen. Als allererstes mal die Kiste wieder zurück. Oh. Gedacht, ich passe da durch. Doch zu dick. Aha. Okay, dann können wir die Kiste hier nämlich wieder hinstellen. Zack. Und dann können wir hier 1, 2, 3, 4... Zack, zack, 1, 2, na komm, 3, 2, 1 und go. Abham, zack, 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 zack. Wunderbar, die Barren hier rein. Und dann gehen wir mal ganz kurz fix uns das Schwein besorgen. Ja, wir brauchen, by the way, Vitamine. Wo ist es hin? Da hinten ist er, das böse Schwein. Komm mit, du Sau. Jawohl. Ah, es hat uns verwundert. Böses, böses Tier. So, dann schmeißen wir mal erstmal fix hier drauf. Ja, wir müssen Fleisch machen für den Winter, Leute. Wir brauchen Fleisch für den Winter. Und dann bräuchten wir natürlich eigentlich auch so einen Kühlschrank, damit das Ganze funktioniert. Ich habe hier gerade noch einen Kürbis entdeckt. Den nehmen wir mal mit. Denn das gibt uns mal wieder ein paar Vitaminchen. Können wir mal ganz kurz zu uns nehmen. Verdammt, verdorbenes Essen ist nix. Verdorbenes Essen ist nix, Freunde. So, dann nehmen wir mal das Schweinchen hier mit. Komm mit, mein Freund. Kommen Sie mal mit hier auf den großen Tisch. Den schmeißen wir mal da drauf, mein Freund. Und dann nehmen wir mal das Äxtchen und dann tschakka die Kaka. So, wunderbar, da haben wir wieder ein Tierfell. Und och, Leute. Guckt euch an, wie viel rohen Speck. Und warum? Nur weil wir die bessere Axt haben. Das ist echt genial. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt natürlich einmal schnell hier das Ganze drauf. Und das hält nämlich nur eine halbe Stunde. Das müssen wir auf jeden Fall hier mal fix draufhauen. Und dementsprechend dann auch anmachen.
Dann nehmen wir mal ganz kurz hier noch zwei von den vom Feuerholz, damit das hier voll ist. Toppi. Haben wir. Ne, dann machen wir es hier rein. Und zwar das hier runter. Das hier mal darüber. Dann sollte das. Ja, perfekt. Perfekto, Leute. Und noch Knochen. Also, das war auf jeden Fall einsame Spitze. Noch Tierfette. Hier ist noch ein bisschen Kürbissaat. Dann trinken noch nicht. Wir gehen mal lieber hin und waschen uns erstmal die Hände, bevor wir hier irgendetwas machen. Ihr wisst ja, Hände waschen ist wichtig. Mensch, geh weg da. Geh weg. So, den Wagen, den stellen wir mal ganz kurz wieder auf Seite. Jetzt, ich gehe mal schnell noch hier wieder das hier machen. Bisschen schmieden. Hopp, hopp. Und dann will ich ja auf jeden Fall die große Schmiede bauen. So, um die große Schmiede bauen zu können, brauchen wir ja, wir brauchen Ziegelsteine. Und dafür brauchen wir einen Ziegelungstrockenkasten. Ziegelungstrocknungskasten, oder ja. Den setzen wir uns mal hier hin. Und am besten wäre wahrscheinlich zwei. Ich mache einfach mal noch hier einen vorne dran. So, wir brauchen dafür Bretter und Nägel. Oh, schon wieder Nägel. Wir haben aber nur noch 14. Okay, dann gibt es erstmal nur einen. Dann muss ich gucken, dass wir noch einen herstellen. Wir brauchen Bretter. So, fehlt noch einer. Ah, wir haben ja hier. Ah, das war natürlich jetzt unschlau. Ich hätte den erstmal nehmen sollen. Dann haben wir hier wieder einen rumfliegen. Katastrophe. Jimmy, was ist mit dir? So, hier können wir jetzt diese Lehmziegel draufpacken. Und die können wir erstellen, indem wir, muss ich gerade mal selbst gucken, lass mich kurz, trockene Ziegel entsteht, wenn feuchte Ziegel in den Ziegeltrocknungskasten gelegt werden. So, jetzt brauchen wir aber erstmal einen nassen Ziegel. Den erstellen wir, ja, wie erstellen wir den dann? Feuchte Ziegel, einmal Lehm und einmal Sand an der Werkbank, einmal Lehm und einmal Sand. Haben wir eigentlich schon? Also Lehm haben wir ja, das ist mir klar. Wobei wir haben ja nur... Ach doch, wir haben Lehm. Lehm. Nehmen wir mal mit. Wir brauchen Sand. Achso, Sand kriegen wir ja, wenn wir Steine aneinander machen. Oh, das war ein bisschen viel vielleicht. Machen wir erstmal 20. Dann nehmen wir mal... Jetzt ist die Frage, wie viele bekommen wir dann eigentlich, wenn wir hier jetzt... zwei Steine aneinander machen. 10-mal Sand. Okay. Das ist akzeptabel. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was an Sand. So. Das ist schon mal pretty nice. Moment. Habe ich nicht mal Sand irgendwann gesammelt? Habe ich bestimmt weggeworfen, ne? Ja, ja, ich weiß schon, habe ich weggeworfen. So, dann Sand und Lehm gibt 10 feuchte Ziegel. 10-mal. Tobi. Und jetzt können wir die nämlich hier reinlegen. Hupp, hupp. Und dann können die trocknen. Und dann bekommen wir trockene Ziegel, die wir dann benutzen können, um später auch unseren... Moment, lass mich das kurz hier reinschmeißen. 20 Stück, top. Denn die brauchen wir ja nachher, um unser... Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Um unseren Backsteinschmiede zu bauen. Da brauchen wir 50 trockene Ziegel und 10 Eisenbarren. Wer hätte es gedacht? Schon wieder Eisenbarren, ne? Es geht ja anscheinend hier nichts ohne Eisenbarren. So, dann machen wir die hier mal wieder raus. Wir brauchen ja hier jede Menge. So, Sand haben wir auf jeden Fall. Das machen wir mal hier rein. Den Sand machen wir mal noch hier dazu. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wobei, nee, wir brauchen noch nicht, weil wir haben noch keine... Und wir brauchen noch Nägel. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einmal Nägel. Da würde ich sagen, wir opfern mal noch ein Eisenbarren, Leute. Nee. Also wir werden noch ein Eisenbarren herstellen, fix. Damit wir hier noch die Nägel bekommen, um hier noch einmal das ganze Brett zu machen. Dann können wir doch eigentlich... Ja, da kommt, dann können wir eigentlich noch hier das Ganze einmal herstellen. So. Also wir können immer nur 10 machen, okay. Wir machen einfach Herstellmaximum. Upp. Jetzt liegen da zwar 2, aber das ist dann auch kein Problem. Wir packen die mal ganz kurz hier rein.
Oh, das sind mehr als zwei. Not so bad. Hauptsache, wir haben hier nachher alle. Das ist wichtig. Da welche wegkommen, das wäre schlecht. So, dann packen wir die hier rein. Seid ihr jetzt mal endlich fertig hier, ey? Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. So, den schmeißen wir noch dazu. Ach, warum nehme ich denn nicht gleich zwei mehr? So, zack. Dann kann das sich herstellen. Dann können wir das mal hier ganz kurz runter machen. So. Packen die da rein. Und dann brauchen wir nur noch gerade gleich die Nägel, Leute. Und dann läuft das. So, perfekt. Die Ziegel, ach, die Ziegel, sage ich. Der Eisenbarren ist fertig. Dann können wir hier mal schnell noch wieder die nächsten Steine drauf schmeißen. Gehen hier einmal zu unserem Amboss rüber. Schmeißen den hier drauf. Dann haben wir die Nägel. Toppi, galoppi, Leute. Jetzt können wir hier noch schnell unsere nassen Ziegel, also beziehungsweise die feuchten Ziegel draufpacken. Dann nehmen wir hier die noch mit. Packen hier mal das da rein. Das hier da rein. Und nehmen die hier noch mit. Und packen die auch noch hier dazu. Und dann haben wir schon mal 40 Stück, Leute. Dann brauchen wir danach nur noch 10. Oh, ihr seht auch schon, hier sind schon trockene Ziegel. Oh, mega, das geht ja ratzfatz. Sau geil. Richtig, richtig geil. Okay, es ist aktuell sogar ein bisschen warm. Das heißt, wir können eigentlich dann mal ein bisschen was ausziehen. Ich würde sagen, wir hängen die Jacke mal ab. Dann sollte das doch eigentlich ganz gut gehen. So, wir brauchen unbedingt Vitamine. Ich hab's schon, ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Aber, schön. Den ernten wir mal. What war das? Leute, wir werden angegriffen! Oh 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 oh, ich habe meinen Speer unten gelassen. Das war schlecht. Ich habe keine Waffen dabei. Wieso habe ich keine Waffen dabei? Doch, habe ich. Kann keine Waffen auswählen, Leute. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir konnten nochmal starten. Ich wusste aber nicht, warum konnte ich jetzt gerade eben... Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe diesen blöden Kürbis in der Hand. Mensch. Okay, Leute. Das war einfach nur ein Fail. Das ist niemals passiert. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist nichts passiert. Ey, aber ihr habt gesehen, die kommen einfach und dann greifen die dich an. Einfach so aus dem Nichts. Das ist ja unbelievable. Okay, und ich habe mich eben noch gewundert, warum kann ich denn nichts machen? Und die sind hier einfach, glaube ich, durch unsere Blockade gelaufen. Als ob das nichts war. Das gibt's ja gar nicht. Okay, wir müssen das irgendwie, muss das hier besser werden. Und das war ja nichts. Das war ja einfach zu einfach. Okay, wie sieht denn hier eigentlich der Schaden aus? Haben die hier irgendwas großartig kaputt gemacht? Ich glaube nicht. Okay. Oh Mann, ey. Das ist echt, echt mies. Echt mies. Oh. Ich weiß noch nicht, wie wir dagegen vorgehen. Wie wir das handhaben. Auf jeden Fall erstmal brauchen wir jetzt mal hier noch eine Kiste. Wir brauchen noch eine Kiste. Platzierbares. Mensch. Und zwar, oh, hier gibt es auch Wassermelonenkiste, Kürbiskiste, Kohlekiste. Oh, es gibt auch extra für Eisenbarren die Kisten. Das ist natürlich auch prima. Aber jetzt nehmen wir erstmal noch so einen Lagerbehälter und stellen den mal hier hin. Da brauchen wir nur Bretter. Haha, jetzt nehme ich aber hier erstmal das Brett. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War mir gerade nicht sicher. Ich war mir gerade nicht sicher. So, denn da können wir dann mal, wir haben mal die Tür zu hier. Ja, wieso? Vor allen Dingen, ich habe hier, für was habe ich überhaupt eine Tür, wenn die hier einfach so ohne Probleme reinkommen? Gibt's ja gar nicht. So, jetzt packen wir die auf jeden Fall mal alle da rein. Ey, warte mal. Die sind doch noch feucht. Dann habe ich jetzt die falschen da reingepackt. Och. Am I that stupid? Oh Mann. Mann, Mann, Mann. Seht ihr, diese Jockel da, die haben mich komplett aus der Reihe gebracht hier, ey. Komplett lost. Ich will ja die trockenen mitnehmen, natürlich. Weil die sind ja schon alle ready to go. So. Da haben wir dann hier schon mal die trockenen Ziegeln. So. Dann können wir eigentlich gerade mal schnell noch
Hatte ich nicht noch einmal. Nee, uns fehlt tatsächlich Lehm. Lehm, 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 Lehm. Wie können wir dann auch irgendwie eigentlich Lehm herstellen? Ich habe Angst, dass hier noch eins kommt. Nochmal so ein Angriff kommt, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Sag's euch, wie es ist. By the way, Essen, Leute, aktueller Zustand läuft. Essen läuft. So, da haben wir auf jeden Fall genug aktuell. Jetzt müssen wir nur halt alles fertig bekommen. Und deswegen bräuchten wir eigentlich so dringend einen Kühlschrank. Aber dafür brauchen wir erstmal Strom. Und den haben wir noch nicht. So, ich komme hier komplett durcheinander, Leute. Ich komme hier komplett durcheinander. Es ist auf jeden Fall schon spät. Und der Tag 10 ist auch schon fast rum. Ich wollte hier wieder einpflanzen. Kürbis. Kürbis. Hier haben wir eine Gurke. Die wird erstmal geerntet. Ist da jetzt eigentlich nur eine Gurke rausgekommen? Nee, tatsächlich zwei. Das ist schon mal sehr schön. Aber die sind halt auch nur 2 Stunden haltbar. Das ist halt auch einfach nix, ne? Das ist einfach nix. Aber wir packen jetzt einfach mal... Was hält denn hier noch sehr lange? Wir haben hier das... Die Kartoffeln, die halten ewig. Die können wir mal hier noch reinpacken. Die müssen wir mal essen. Das hält noch lange, das hält noch lange. Das hält noch lange, das nicht mehr so. Okay, das müssen wir essen. Das ist sonst gleich kaputt. Die Pilze machen wir mal noch dazu. Das rohe Fleisch müssen wir gleich machen. Ebenso die rohe Leber. Das hält jetzt auch erstmal 2 Stunden. Und das hier auch. Also das wäre als nächstes. Das heißt, wir schmeißen das hier noch dazu. Eine Gurke. Ah, wir machen einfach beide Gurken dazu. So, dann haben wir auch ein bisschen weniger Gewicht wieder am Start. Dann nehmen wir den gekochten Speck raus und machen das hier drauf. Und das hier. Nehmen das hier raus und das hier rein. Und das hier wieder da dazu. Und dann machen wir mal das hier noch dort wieder rein. Und nennen das einmal hier Ziegel. Hoppala. Ach Leute, ey. Ziegel und wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ziegel und Nahrung. Hobby Galoppi. By the way, fällt mir gerade ein, man kann doch eigentlich auch eine größere Trinkflasche herstellen. Weil wir haben hier so eine kleine Baby-Trinkflasche. Es gibt da eigentlich noch eine große, größere Trinkflasche, die ein bisschen mehr an Volumen fasst. Hier. Aluminiumbarren, großes Fläschchen, Milch. Oh, okay, die können wir an der Werkbank herstellen. Aluminium, wir haben Aluminiumerz. Das heißt, wir könnten, nee, wir brauchen 3, ne? Waren das 3? Es waren bestimmt 3. 3. Das heißt, wir brauchen noch einmal Aluminium, damit wir uns so eine große Flasche herstellen können. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. War ein langer Tag. Der Angriff ist niemals passiert. Ihr habt nichts gesehen. Es ist nichts passiert. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mich immer sehr freuen, wenn ihr mir natürlich wieder ein Däumchen da lasst, ein Abo mitnimmt und die Glocke aktiviert, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Tag 11. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.